Kaum einer macht sich so viel Gedanken über die Zukunft wie er, der Philosoph Prof. Dr. Peter Sloterdijk. Er ist jetzt Gast beim Efficiency Club im Hotel Wieder. Und seine Prognose, die ist recht düster, wie ein Gespräch mit dem Leiter des NZZ Feuilleton, René Scheu, zeigt. Er ist Philosoph, Kulturwissenschaftler und Buchautor. Mit seinen Beiträgen hat er schon etliche Diskussionen ausgelöst. Mit dem René Scheu, dem Leiter des Feuilleton von der NZZ, debattiert er über die Zukunft, über Tendenzen, die unser Leben verändern. Wird die marxistische Fantasie demnächst wahr oder in absehbarer Zeit wahr, dass Maschinen die Arbeit für uns verrichten, derweil wir uns überlegen, wie wir unsere Freizeit gestalten sollen? Der Mensch scheint ein Wesen zu sein, das von Natur aus nach jemandem sucht, der die Arbeit macht. Ja. Der Gedanke, dass man sie selber machen könnte, ist ein Modernismus. Ja. Der ist, also die Roboter sind moderne Sklaven, anders gesagt. Ja. Der Saal im Hotel Wieder ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Meinung von Prof. Dr. Peter Sloterdijk interessiert die Efficiency-Mitglieder. Vor allem bei aktuellen Themen wie zum Beispiel der Flüchtlingswelle. Erleben wir in Europa im Zuge der Migration den Anfang vom Ende der Staatlichkeit, der staatlichen Souveränität? Nein, im Gegenteil. Die Nationalstaaten fallen angesichts solcher Dinge in eine reaktionäre Rolle, weil in Nationalstaaten die Ausrede zu Hause ist, dass man es allein nicht angehen kann. Gemeinsam kann man es aber noch nicht, weil immer einer da ist, der nicht mitmacht. Mhm. Also da läuft im Moment eine riesige Ausredenmaschine weltweit, damit die nichts tun können und nichts tun wollen, sich gegenseitig aufeinander berufen können. Es taucht die Frage auf, ob man trotz Internet und Smartphones in der Zeit der Stagnation lebt oder ob das subjektive Gefühl der Dynamik tatsächlich messbar sei. Der Peter Sloterdijk glaubt das Zweite und fügt an, dass der Mensch dazu neige, die Vergangenheit zu glorifizieren. Ich kenne Historiker, die sagen, die Erfindung des Siphons. Genau, ja. Hat unser Leben im positiven Sinn mehr verändert als die Französische Revolution. ja. Der Peter Sloterdijk hat nicht eine Generallösung für das Problem der heutigen Zeit parat. Aber er bringt die Leute zum Nachdenken. Seine Ausführungen haben die Zuschauer gern zugelassen. Hervorragend. Ich höre an Peter Sloterdijk wahnsinnig gern zu. Je länger er redet, eigentlich, desto besser, weil man dann immer mehr versteht, je vertiefter er einen Gedanken kann illustrieren. Es ist immer wieder spannend, etwas Neues zu hören. Die Finanzwelt ist einseitig und da hat man wieder etwas anderes. Es ist immer wieder mal etwas aus der Industrie, mal jetzt philosophisches. Es ist wirklich spannend. Peter Sloterdijk, großer Philosoph, große Gedanken. Ich möchte nicht behaupten, ich habe alles verstanden, aber definitiv ein paar Sachen, die interessant waren. Es ist zum Teil schwere Kost und man muss bei der Sache sein, um Peter Sloterdijk seinen Ausführungen zu folgen. Er versteht es aber auch immer wieder, einen Lacher zu platzieren und die Stimmung aufzulockern. Das tut dann beispielsweise so. Bildung ist die Fähigkeit, seine eigene Unfähigkeit so zu managen, dass es nicht auffällt. Wohin steuert unsere Gesellschaft? Wie sieht die Zukunft von der Zukunft aus? Eine Patentlösung hat der Peter Sloterdijk nicht, aber viele interessante Ansätze, die zum Nachdenken anregen.